So, mal wieder ein kleines Update. Mika ist jetzt 5 Monate alt und ja, in der Zeit ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Er hat einen richtigen Schub gemacht, hat sich richtig gut entwickelt und ja, er liegt gerade noch im Kinderwagen. Ja, bei Mika kamen jetzt schon 2 Zähnchen unten durch. Ist noch nicht so großartig zu sehen, aber man kann sich schon fühlen richtig und auch sehen. Damit hat er ordentlich zu tun. Also mit 4 Monaten kamen die schon. Und ja, da hat man richtig gemerkt, also dass er da vor Schmerzen geschrien hat. Und jetzt momentan ist er aber immer sehr gut drauf. Und ja, er kann sich jetzt vom Rücken auf den Bauch drehen. Findet er aber noch nicht ganz so toll, weil er lieber laufen würde. Also an den Händen kann er tatsächlich schon richtig laufen. Es macht ihm auch echt Spaß, aber dadurch, dass die Knochen ja noch nicht ganz so fest sind und so, sollte das ja eigentlich noch nicht so sein. Aber er mag auch sehr gerne sitzen und ich kann ihn ja nicht von allen Entwicklungen irgendwie abhalten. Er muss das ja auch ein bisschen ausleben können, was er schon kann. Und ja, wir haben ja die ersten Impfungen hinter uns, jetzt sogar schon die Meningokokken B-Impfung und auch die 2. Schluckimpfung gegen Rotavirus. Und also das erste Mal impfen war richtig schlimm, da hat er so geschrien und ich konnte ihn nicht beruhigen. Da war ich kurz davor, wieder mit ihm zum Kinderarzt zu fahren, aber da ist er dann doch vor Erschöpfung eingeschlafen. Also ja, und erst als sein Papa dann nach Hause kam abends, nur er konnte ihn so ein bisschen zum Lachen bringen und ja, ich war für den Tag unten durch bei ihm. Ja, was ist noch so neu? Ja, Abendroutine ist wieder super, jetzt geht das über den Tag auch gut. Seit circa 2-3 Wochen liegt er sehr gerne im Kinderwagen und schläft nur noch im Kinderwagen tagsüber. Das heißt, bei egal was für ein Wetter, muss ich mit Kinderwagen mit ihm raus, damit er schläft. Hat alles so seine Vor- und Nachteile. Jetzt ist das sehr schwierig, drinnen mal was zu machen, sprich Spüle ausräumen oder ja, Wäsche machen oder so. Oder auch Staubsaugen ist jetzt richtig schwierig, denn ich kann ihn natürlich nicht gleichzeitig im Kinderwagen hin und her schieben. Und ja, das war im Tragetuch alles viel schöner, ne? Da hatte ich ihn immer dabei und da konnte ich alles mit ihm machen. Und jetzt muss ich immer gucken, ja, wie ich das irgendwie hinbekomme. Denn wenn er wach ist und ich ihn weglege oder ablege irgendwo, das mache er so gar nicht haben. Das findet er richtig doof, weil er nun mal auch noch nicht so kann, wie er gerne möchte. Und ja, jetzt können wir aber trotzdem immer schön draußen sein und Terrasse haben wir schon so ein bisschen eingerichtet und da haben wir auch so eine Strandmuschel da hinten stehen. Wenn das nicht ganz so warm ist und natürlich nicht zu kalt, kann ich ihn da schön reinlegen. Und ja, mir geht's auch soweit super. Das hätte ich auch nicht gedacht. Also am Anfang dachte ich, ach so mit anderen Muttis, oh, nö, willst du gar nicht unbedingt was zu tun haben. Aber doch, das habe ich jetzt im Rückbildungskurs gemerkt. Jetzt mache ich ja einen mit Baby, weil das halt nicht geklappt hat, dass der Papi aufpassen konnte. Und ja, das ist so schön, sich mal auszutauschen und mit einfach mit Muttis, die gerade in der gleichen Situation sind, mal zu reden und ja, andere Babys im selben Alter zu sehen, das ist total schön. Und ja, jetzt haben wir natürlich auch so eine Gruppe und ja, vielleicht trifft man sich dann mal und es ist für Mika natürlich auch wichtig, dass er mal andere Babys sieht und das ist, finde ich, auch total schön. Also ich habe zwar schon angefangen mit Brei, also mit Beikost, aber das findet er noch nicht ganz so toll. Ich versuche es immer mal wieder, wenn er gut drauf ist und so. Und ja, also ich mache das nicht nach Plan, weil das hätte mich sowas von gestresst, wenn ich jetzt um 11 oder um 12 muss er denn was essen und so. Und sowieso noch keine so festen Zeiten, außer abends. Abends funktioniert das wirklich super, die Abendroutine und ins Bett bringen. Ab 7, wenn ich ihn so lange hinhalten kann, ab 7 geht das los mit Bett fertig machen und
Dann lasse ich mir so lange Zeit, dass er dann so gegen kurz vor 8, 8 im Bett ist. Dann stille ich ihn noch mal richtig schön lange und dann, ja, dann schläft er auch gut. Zwar noch nicht durch. Ich stille ihn nachts bestimmt noch mal so dreimal. Und morgens ist er relativ früh wach, da stille ich ihn dann öfter noch mal. Aber wir bleiben immer noch, weil wir es können, richtig schön lange im Bett liegen. Und ja, mit dem Brei, ja, mal gucken. Ich probiere auch einfach mal jetzt mal was anderes aus, nicht nur Karotte. Angefangen hatte ich mit Pastinake, aber ja, auch das wird noch. Was er richtig toll findet, ist aus dem Glas trinken, weil ich das ja auch immer mache. Und das kann er auch schon richtig gut. Ja, und jetzt ja, gehen wir immer richtig lange spazieren und fahren auch mal zu den Omis und Opis. Und meine Eltern sind in Heidkarte auf dem Campingplatz, Dauercamper. Und das ist echt wie Urlaub für uns. Und dass wir da dann jetzt mal hinfahren können, mal rauskommen. Und das ist so schön. Einfach mal ja, weg zu sein. Wir waren fast 4 Monate eingesperrt sozusagen in unserem Wohnzimmer. Wenn mal jemand kam, dann ja, kamen sie halt zu uns und wir waren, ja, wir haben es gemieden, überhaupt irgendwo hinzufahren. Und momentan ja, meiden wir auch immer noch irgendwie große Einkaufen oder so. Das übernimmt mein Mann dann noch. Ab und zu fahren wir dann mal los, auch wenn ich einfach mal so ganz gerne mal raus möchte oder so. Ja. Und ja, was richtig toll ist, dass er jetzt auch mit seinem Papi alleine sein kann. Entweder im Kinderwagen oder so rumblödeln oder mal mit dem Auto wegfahren oder so, ist es auch kein Problem. Das ist so toll, wie er sich freut, wenn er nach Hause kommt. Und ja, das ist richtig, richtig schön. Also am Anfang ging das ja gar nicht gut, auch mit dem Rückbildungskurs. Und jetzt fängt das an, jetzt fremdet mich ja nicht mehr so doll. Also die Fremdelphase hat er jetzt auch schon die erste hinter sich. Heute hat das erste Mal meine Schwiegermutter auf ihn aufgepasst, als ich zum Rückbildungskurs war. Ich dürfte ihn zwar mitnehmen, aber die letzten 2 Male kam ich zum Nichts, weil Mika das denn gar nicht toll fand, dass er rumliegen sollte. Und ja. Das war heute mal richtig gut, dass ich auch alle Übungen mitmachen konnte. Und ja, nächstes Mal ist auch schon das letzte Mal. Also ja, und ansonsten ist Mika ein sehr, ja, glückliches Baby. Er lacht sehr viel und ja, die Zeit ist einfach wirklich wunderschön. Ja, wir genießen die Zeit und ja, das geht alles viel zu schnell vorbei. Dann war es das schon wieder und dann bis zum nächsten Mal.